Hallo meine Freunde, heute möchte ich ganz gerne über das Thema Trends sprechen, denn ich habe vor einigen Tagen eine sehr interessante Frage bekommen in dem Online-Kurs Stilmagie in dem Community-Bereich und die möchte ich ganz gerne hier mit euch teilen, weil ich glaube, dass viel mehr Leute das interessiert und das auch total spannend ist, darüber zu sprechen. Und zwar, wie geht man mit Trends um? Realistischerweise in seiner Garderobe, wenn man wirklich eine richtig gute Garderobe für sich kuratieren möchte, eine tolle Garderobe pflegen möchte, wie geht man realistischerweise mit Trends um? Wie ist der Anteil zwischen einem Trendteil oder Klassikern, also wie hält sich so die Waage in der Garderobe? Und auch wie weiß man, dass ein Trendteil zu einem persönlichen Klassiker werden kann? Und das fand ich total spannend, so in diese Richtung nachzudenken. Zum einen finde ich, sollte das natürlich jeder für sich selber entscheiden, denn jeder hat ja ein unterschiedliches Stilempfinden und der eine möchte ja vielleicht sehr viele Trendteile kaufen, ist auch bereit, viel auszugeben und bereit, viel einzukaufen und hat auch vielleicht unterschiedliche Werte und Prioritäten. Und das ist auch so ein Punkt, den wir im Stilmagie Online-Kurs auch besprechen, beziehungsweise eine Einheit, die ich da extra eingebaut habe in den Online-Kurs, weil ich das extrem wichtig finde, dass man sich seiner Werte und Prioritäten bewusst wird. Denn auf diese Weise weiß man, womit man fährt. Man ist sich bestimmter Dinge einfach richtig bewusst und weiß, was ist mir jetzt wichtig, wenn jetzt bestimmte Teile, wie soll ich das sagen, wenn ich bestimmte Kompromisse eingehen müsste beispielsweise. Beispielsweise haben sehr, sehr viele Menschen, die Priorität Nachhaltigkeit und möchten Hauptsache nachhaltig einkaufen. Das ist ganz, ganz oben auf deren Liste. Und die gehen vielleicht manchmal den Kompromiss ein, dass die Farbe nicht so ganz stimmt, dass der Schnitt vielleicht nicht so hundertprozentig der Figur entspricht und so weiter. Und dieser Dinge sollte man sich bewusst sein. Und dementsprechend halt auch die einen, die kaufen gerne Fast Fashion ein und die anderen eben gar nicht. Und Trendteile. Wenn es so die echten Trendteile sind, die vom Designer kommen, das ist eine Sache. Das ist dann nochmal eine andere Produktion, eine andere Herangehensweise an Mode. Das ist ja dann schon High-End-Bereich, man zahlt sehr, sehr viel dafür, aber sie bleiben trotzdem Trendteile. Es bleibt ein Teil, was dann eventuell in 2, 3 Saisons einfach nicht mehr angezogen werden kann. Und die Fast-Fashion-Trends, das ist sowieso nochmal was völlig anderes. Also die kommen und gehen und manche von denen sind aber auch echte Klassiker, die eigentlich gar keine Trends sind. Das finde ich auch immer total spannend. Das habe ich in meinem letzten Video, das verlinke ich euch mal hier oben, auch besprochen, dass da häufig Trends auftauchen, die eigentlich Klassiker sind, nur jetzt wiederkehrend sind. Also sollte das, wie der Umgang mit Trendteilen ist, jeder für sich erstmal nach seinen eigenen Werten und Prioritäten festlegen. Und ich persönlich handhabe das so, dass die Gewichtung in meiner Garderobe zwischen Trendteilen und Klassikern, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich habe jetzt momentan genau ein Trendteil in meiner Garderobe. Das ist hier dieser Plissé-Rock hier vorne. Den habe ich mir jetzt hier diesen Sommer in der Schwangerschaft oder für die Schwangerschaft gekauft, weil ich mich sehr damit identifizieren konnte, weil ich sehr das Gefühl hatte, das bin ich. Wenn ich dieses Teil trage, fühle ich mich einfach total wohl damit. Es drückt mein Stilempfinden aus und ich habe das Gefühl, ich kann mich voll ausleben damit. Aber ansonsten habe ich ausschließlich Klassiker in meiner Garderobe oder Teile, die eben einfach nur schlicht und ergreifend meinem Stil entsprechen, den ich natürlich kenne. Und das ist auch etwas, was jeder für sich selber dann erst herausfinden muss mit der Zeit. Wie würde man seinen eigenen Stil beschreiben? Welchen Stil hat man denn eigentlich? Ist man mehr casual unterwegs oder ist man so ein bisschen romantischer? Oder hat man da eine bestimmte Gewichtung in seinem Stil? Und was ist so das gewisse Etwas? Also seinen eigenen Stil zu kennen, kann enorm hilfreich dabei sein, zu entscheiden, ob man gewisse Trendteile einkaufen möchte oder nicht und wie die Gewichtung sein sollte. Natürlich sollte man sich immer bewusst sein, dass bestimmte Trendteile tatsächlich nur für eine kurze Zeit getragen werden. Und da sollten einfach die Werte und Prioritäten dann einfach stimmen und einhergehen.
Dann war ja die nächste Frage, wie weiß man denn vorher, wenn man jetzt gerade so dabei ist, sich auszuprobieren, ob ein Trendteil zu seinem eigenen persönlichen Klassiker werden kann? Wenn man dann irgendwie im Laufe der Zeit feststellt, dieses Teil ist für mich eigentlich gar kein Trendteil, sondern es ist etwas, was so richtig Teil meines Geschmacks ist. Ich zähle da drauf und ich kann mich immer wieder darauf verlassen und ich trage es langfristig. Ich plane es langfristig zu tragen. Und da bin ich wirklich, wirklich der Meinung, dass so etwas dann ganz natürlich kommt und dass sich diese Frage vielleicht für diese Person gar nicht stellen würde. Denn da hatte ich auch so ein Beispiel, vor einigen Jahren waren ja Band-Shirts oder diese rockigeren Shirts voll im Trend. Und jemand, der dann feststellt, dass diese Art von T-Shirt, was ja auch wirklich so ein bisschen spezieller ist und einen gewissen Stil hat, zu seinem persönlichen Klassiker wird, sodass man wirklich jahrelang drauf zählen kann. Diese Person, die hat von vornherein wahrscheinlich sowieso einen eher rockigen Stil und hat wahrscheinlich vorher, noch bevor diese Band-Shirts Trend geworden sind, schon solche Art T-Shirts getragen. Da bin ich einfach absolut der Meinung, dass das sowieso schon so ist und dass dieser Trend kommt und für diese Person dann dieser Trend gar nicht wie so ein Trend erscheint, sondern sich diese Person wahrscheinlich denkt, habe ich sowieso immer getragen, ist sowieso Teil meiner Identität und ich werde es auch danach, wenn das irgendwann nicht mehr Trend ist, weiterhin tragen. Ansonsten bleiben Trendteile Trendteile und da würde ich einfach, gerade bei mir zum Beispiel, hatte ich auch so ein Beispiel gehabt. Letztens in einem anderen Video, kann ich euch ja auch hier mal verlinken, habe ich darüber gesprochen, wie Skinny Jeans jetzt momentan wieder im Trend sind. Und das hat mich auch so gewundert, weil ich mir dann gedacht habe, für mich persönlich sind sie nie aus der Mode gekommen. Ich habe immer schon Skinny Jeans getragen, einfach weil sie mit meiner Figur so gut gehen, ich sie so gut tragen kann. Und ich habe immer auf diesen Stil, auf diesen Schnitt gesetzt. Dementsprechend würde sich das sowieso für diese Person dann, wäre das sowieso klar. Ich glaube nicht, dass man das dann so mit der Zeit dann für sich herausfinden muss erst. Genau, also diese drei Fragen, die fand ich total spannend. Wie geht ihr denn mit Trends um? Habt ihr dann vielleicht auch eine Meinung? Wie ist so die Gewichtung in eurer Garderobe? Wie habt ihr das Gefühl, managt ihr das? Vielleicht könnt ihr das auch mit allen anderen teilen, sodass man einfach einen etwas größeren Eindruck darüber bekommen kann. Genau, ansonsten könnt ihr euch gerne hier im Newsletter eintragen für so aktuelle Themen und weitere Modetipps. Und hier könnt ihr euch mein letztes Video anschauen. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!